Gemüse. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Paul. Das ist der Alfons. So sieht's aus. Und wir begrüßen euch ganz recht herzlich zu einem neuen Video. Wir haben eine neue Tabakvorstellung. Als erstes sagen wir aber mal was zum Setup. Richtig. Wir rauchen wieder mit der Diamond Hooker Premium Smaragd 6.0, dem Saphir 5 Number 5 mit dem Lotuskopf. Carla und Lotus, oh, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Schön. Lotus 2 reicht einfach, fertig. Jawohl. Also klassischer Lotus-Kopf. Ne, ist ja die zweite Version davon, nicht mehr die erste. Entschuldigung, die zweite Version. Ja. Und der Tabak, den wir heute testen, wir stellen euch einen Tabak vor, ist der Hukain Lemon Siaga. Hukain Lemon Siaga hat die Geschmacksrichtung Zitrone, Grüntee, Minze. Ja, wie viel kostet der Tabak? Kannst du uns das sagen? Der Tabak Kokain kostet, soweit ich weiß, 17,90 €. 17,90 €, hier steht es nicht drauf, aber. Wir vermuten einfach mal 17,90 €. Guck mal nochmal. Mach bloß mal den Monitor aus. Fällt mir gerade ein. Ja. Dass das nicht stört. Gib nochmal die Dose. Ach hier. 16,90 €. 16,90 €. 16,90 €. Entschuldigung. Kostet der Tabak 200 Gramm. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. 200 Gramm Standardpackung, 16,90 €. Ja, Geschmack, Zitrone, Grüntee, Minze. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine Nase. So sieht's aus. Auf die Tube. Oh ja. Also die Zitrone, das Zitrusartige kommt auf jeden Fall durch. Mhm. So eine Grüntee. Ja, Grüntee rieche ich jetzt nicht so krass raus. Minze, ja, ein bisschen. Also Zitrone, Minze riecht man auf jeden Fall raus. Grüntee, müssen wir mal. Gib mal her, das Loot. Weißt du, an was mich das sofort erinnert? An was? Zum Teil zumindest an dem Nimm 2 Bonbon. Ja. Ja, doch, stimmt. Ja. In Nimm 2. Also es riecht zumindest leicht, nicht 1:1. Ich habe noch einen anderen von Smoke Ice, ist der. Der riecht 1:1 wie der Nimm 2 Bonbon. Der ist auf jeden Fall angelehnt daran. Mhm. Ja, die Zitrone riechst du raus, die Minze, ja. Die merkst du leicht im Abgang dann, aber den Grüntee wüsste ich jetzt nicht, wie ich den rausriechen soll. Da merke ich jetzt nichts von dem Grüntee. Ja, müssen wir mal schauen, vielleicht schmeckt man den dann später. Ja. Kannst du ja noch mal kurz erzählen, wo du den Tabak her hast? Den Tabak, den habe ich bei uns im Elvano gekauft. Der kam gerade neu mit rein ins Sortiment, als sie von der Shisha-Messe wieder da waren, weil die hatten ja auch einen Stand. Und da habe ich gefragt, ja, was ist so ein geiler Zitronentabak, kannst du mir was empfehlen? Und da wurde mir der vorgeschlagen. Und da habe ich den einfach mal mit eingepackt. Also der ist sozusagen neu direkt quasi von der Shisha-Messe. Der ist neu. Hukain Lemon Siaga. Und ich würde sagen, kosten einfach mal. Ziehen wir erstmal an. Ja. Testen wir mal eine Runde. Und nach dem Anziehen melden wir uns. Machen wir. Und eine Schere, Sternpapier. Worum wird man? Ja, als nächstes anfangen muss zu reden. Okay. Schere, Stein, Papier! So, nachdem wir die Pfeife angezogen haben, kommen wir zur Geschmacksbewertung. Ja, Geschmacksbewertung. Willst du anfangen? Ja, ich nehme nochmal einen Zug. Nehmen wir nochmal einen Zug. Dann schauen wir mal, wie das Ding auch schmeckt. Also geschmacklich ist es definitiv ein bisschen anders als vom Geruch her. Ja. Was man definitiv rausschmeckt, ist dieses leichte Zitronenartige. Ja. Schmeckt jetzt nicht 1:1, wie wenn du eine Zitrone reinbeißt, aber auf jeden Fall angelehnt. Im Nachgang so leicht, ganz leicht aber nur die Minze. Ja, und den Grüntee. Ich muss sagen, ich schmecke von dem Grüntee eigentlich nicht so viel raus. Nicht? Nee. Also ich muss ehrlich sagen, es riecht sehr zitrusartig auf jeden Fall. Man riecht die Zitrone, ein bisschen die Minze, den grünen Tee riecht man fast gar nicht. Aber vom Geschmack her finde ich schon, dass man den so schmeckt. Ich koste nochmal. Ja, doch schon. Also der grüne Tee ist ein bisschen stärker, als er riecht. Die Zitrone kommt auf jeden Fall durch und die Minze, ja, ganz, ganz leicht. Ganz leicht, ja. Aber ist auf jeden Fall angenehm. Ja, so kommen wir noch zur Rauchentwicklung. Nochmal ein Zügchen. Alles gut. Bei mir raucht es nicht so krass wie bei dir. Mach du nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also wieder super Rauchentwicklung.
meiner Meinung nach immer noch das Setup ein großer Teil daran, aber auch der Tabak ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Den Schnitt blenden wir dann wieder ein, ja. Den Kopfbau wahrscheinlich auch nochmal extra. Am Anfang habt ihr vielleicht schon gesehen und ja, also raucht einfach nur top. Kann man sich überhaupt nie beschweren und für 16,90 €, den anderen, den wir vorher vorgestellt hatten, ja. Der hatte 15,90 € gekostet, ein Euro teurer. Da würden wir jetzt die dritte Cola noch mit dazu machen, wäre da auch so nochmal ein Stückchen mehr. Ja, so. Aber wir wollen halt nicht riskieren, dass es dann zu stark oder ja. Vielleicht auch leicht verbrannt schmeckt. Viele sagen ja, dass der Hokain nicht so viel Hitze verträgt. Ich finde aber, dass der schon eigentlich gut Hitze verträgt. Okay. Ich habe den immer, wenn die zwei Kohlen so weit runtergebrannt sind, die dritte mit dazugelegt und ich hatte noch nie, dass mir ein Hokain-Tabak angebrannt ist. Okay, und wie lange kann man den ungefähr rauchen? Boah, ich rauche den auch so, also eine Stunde mindestens und maximal eine Stunde 30 wieder. Ja, okay. Länger rauche ich dann auch den Tabak. Ja. Also eine Stunde sollte man Tabak schon rauchen können, ja. Aber ich finde dann nach anderthalb Stunden kann man auch mal wechseln. Richtig. Sozusagen. Ja, nö, absolut top. Vom Geschmack her würde ich sagen, gefällt mir der Tabak, also L'Amenciaga, den wir jetzt rauchen, fällt mir etwas besser, einfach nur vom persönlichen Geschmack, als den aus dem ersten Video. Das war ja der Blood Moon von Nameless, die Nummer 16. Da hat man eine 8 gegeben. Haben wir uns auf eine 8 geeinigt. Genau. Also mir gefällt der besser. Eine 9 würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich würde eine 8,5 geben. Ich würde auch eine 8,5 geben. Also mir schmeckt der auf jeden Fall besser als der davor. Finde ich auch. Der ist auf jeden Fall intensiver vom Geschmack her. Ja. Da schmeckst du mehr raus. Würde ich auch 8,5 geben. Ja. Ich bin halt auch eher mehr so der Zitrusfreund bei meinem Shisha-Tabak. Ja. Deswegen schon alleine. Und ja, der Geschmack ist halt auch deutlich intensiver, finde ich. Deswegen 8,5 Punkte. Stimme ich voll mit überein. Das ist toll. Ja, kommen wir zum Schluss. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Von meiner Meinung nach, kann ich nur sagen, dass der Tabak auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung. Ja. Gerade wer halt auch so Zitrus Freund ist, aber nicht einfach nur so die volle Ladung Zitrus haben will, sondern mal ein bisschen Abwechslung mit dem grünen Tee, kann man auf jeden Fall kaufen. Ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Kann man machen. Und auch für 16,90 €. Ja, normaler Preis, jetzt nicht so überteuert oder so. Von daher. Als Vergleich können wir auch gerne mal den von Smoke Eyes vorstellen, der nach einem 2 halt schmeckt. Hm. Das ist auch so Den kenne ich noch angelehnt. Gar nicht. Ja, den können wir auch mal vorstellen. Den finde ich persönlich noch ein bisschen besser, aber das können wir ja dann nochmal. Richtig. Ja. Also, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, so sieht's aus. Und wer einen anderen Tabak noch sehen will, was auch immer, einfach reinschreiben. Entweder haben wir den da. Genügend Auswahl haben wir auf jeden Fall. Ansonsten können wir uns den auch gerne nachkaufen. Richtig. Genau. Fleißig Kommentare schreiben, abonnieren, Daumen hoch. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Grüße Gemüse. Grüße Gemüse. Hau rein.